Der SV Gmunden hat in seinem letzten Auswärtsspiel gegen Vöckler Mack die beste Partie in der gesamten Meisterschaft geboten. Beim letzten Heimspiel hatten die Spieler rund um Trainer Kabaschi als Gegner die Mannschaft des SV HK Traun, der abgeschlagen mit 8 Punkten am Tabellenende der Fußball-Landesliga rangiert. Für die Stadionbesucher und scheinbar auch für einige Spieler war ein Sieg selbstverständlich. Einzig die Höhe der zu schießenden Tore war unklar. Wie das Spiel dann verlaufen ist, das sehen Sie in den nächsten 3,5 Minuten. Schon in den Anfangsminuten mussten die Traunsestädte erkennen, dass die Gäste aus Traun mit dem Mut der Verzweiflung und der Abstiegsangst im Nacken bis zum Umfallen kämpfen würden. Angriff um Angriff rollt gegen das Gehäuse von Gmunden. Die Verteidigung war an diesem verregneten Samstag nicht ganz sattelfest. Gmunden ganz in Weiß von links nach rechts, Traun in Gelb-Blau von rechts nach links spielend. Fünfzehnte Spielminute. Traun kommt schnell aus der eigenen Hälfte. Zwei Gmundener Mittelfeldspieler fahren daneben. Steilpass auf Djulic und beim Rettungsversuch holt Gmunden-Goalie Hüttner Djulic von den Beinen. Klare Elfmeter und gelbe Karte für Hüttner. Anlauf. Hüttner bessert aus und pariert glänzend. Traun setzt weiter die Akzente. Die Traunsestädter spielen zu wenig offensiv, begehen zu viele Abspielfehler in der eigenen Spielhälfte und riskieren kaum den steilen Pass nach vorne. Erst in der 30. Spielminute die erste Torchance. Corner von Niedrist und Riedels Kopfball verfehlt nur knapp das Gehäuse von Vogelsam. 34. Spielminute, Freistoß, irgendwie kommt das Leder zu Djulic, der vom Fünfereck den Ball mit dem Kopf im Tor versenkt. 1:0 für die Gäste aus Traun und Niedergeschlagenheit bei den Heimischen. Traun mit dem Mute der Verzweiflung. Lochpass und das hätte das 2:0 sein müssen. Das war's auch schon in der ersten Halbzeit. Halbzeitstand 1:0 für die Gäste aus Traun. In der zweiten Halbzeit Gmunden nicht wieder zu erkennen und sie spielen ganz nach vorne ausgerichtet. Es mag und mag, aber kein Tor gelingen. 5 hochkarätige Chancen werden verjubelt. Trainer Kabaschi, es ist zum Verzweifeln. Aber auch sein Gegenüber, Trainer Michael Toppel, leidet am Spielfeldrand. Foul von Köfer und dafür gibt es die gelbe Karte. Eine von 7 Stück in diesem Spiel. 4 für Gmunden und 3 für den SV HK Traun. Die Trauner erreichten wieder ein offenes Match und kamen gegen Spielende immer wieder gefährlich vor das Gmundener Tor. Nochmals Traun, hohe Flanke, Schuss. Hüttner bereits geschlagen, doch Lasker rettet auf der Linie. Schlusspfiff und das 4. Spiel der Traunsestädte in der Frühjahresmeisterschaft und nur ein erzieltes Tor. Leidet Gmunden an einer Stürmerkrise, Trainer Husayir Kabaschi? Nein. Nein. Es ist so, ich habe sehr großes Vertrauen in Riedel Fritz und ich habe sehr großes Vertrauen in einen zweiten Stürmer. Und das will ich nicht sagen. Es ist sicher so, es war nicht schlecht, wenn einer... Wann hätte man einen Thomas Pauli oder den Greil von Vöckler Markt oder den Brandstädter von Chris Kichern? Sicher, Vorteil von den anderen Mannschaften ist, die haben sicher top, 2 Top-Stürmer. Sie waren heute hier in Gmunden die klar spielerisch stärkere Mannschaft. Warum ist man da mit 8 Punkten abgeschlagen letzter? Ja, weil auch heute wieder unheimlich viele Chancen einfach nicht eingemacht, reingemacht werden. Ja? Und daran krankt es dann. Dann wird man unsicher und das waren wir bis jetzt immer. Und ich gebe nicht auf.